Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Jill. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunschmillenperks, Sprintboost, Bindung, Beweise dich und Kreis der Heilung. Ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich schaue mich kurz um, ob ich vielleicht irgendwo einen Totem finde, dass ich schnell mal segnen könnte. Nee, okay. Ich repariere lieber direkt. Okay, anscheinend wird David gerade gejagt. Dort hinten sitzt Ace. Hallo Adam. Ja. Wir spielen gegen den Oni, okay. Oh, was ist denn das? Das ist doch die... Das ist doch der Schrottplatz, ne, die Map? Ah, könnte schwierig werden gegen den Oni. Ich glaube, die Map ist relativ gut durchquerbar für einen Killer. Relativ nah beieinander. Ja, da muss man schauen. Ich meine, okay, dort unten ist der. Wenn der an seinen Power-Modus kommt, dann könnte der schnell vielleicht das Spiel umdrehen. Immerhin, wir haben gleich den ersten Gen. Oni hat immer noch nicht seinen Power. Jetzt hat er den. Aktiviert seine Kraft. Den haben wir. Okay. Er ist auf der Suche nach Ace. Hallo, David. Ich heile dich direkt. Ja, Ace ist down. Niemand in der Nähe gewesen, den er jetzt noch jagt. Okay. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt den David direkt sofort heilen, hatte David jetzt gar nicht die Chance, so viel neues Blut zu verlieren. Und der Oni kommt vielleicht nicht so schnell direkt wieder an seine Kraft. Ich hoffe, dass Adam vielleicht dort irgendwie sich versteckt. Und vielleicht retten geht. Ja, Adam ist retten gegangen, super. Okay. Oni ist ein cooler Killer. Trotzdem müssen wir aufpassen. Ace wird anscheinend gerade wieder gejagt. Ah, das ist nicht gut. Jetzt wird Adam wieder gejagt. Wird Ace nicht mehr? Kann sein, dass Ace versucht hat, für Adam zu tanken. Keine Ahnung, was da los war. Oh, nicht gut. Könnte sein, dass wir es gleich auf die Nase bekommen. Oder er dann. So, er ist repariert weiter. Den Gen haben wir. Ich bin ehrlich, ich würde am liebsten jetzt nicht direkt lossprinten, meinen Sprintboost raushauen. Ich segne hier mal. Okay, wir haben gesehen, dort hinten derjenige, der jetzt in der Schrottlaube ist, der hat geschrien. Heißt, der Killer spielt mit ansteckender Angst. So, wenn ich jetzt dieses Totem reinbringe, können wir uns hier in diesem Kreis der Heilungsbereich auf 100% schneller heilen. Also man kann jemand anderen 100% schneller heilen, nicht sich selbst. So. Hier hinten haben wir Ace. Okay, immerhin, wir haben jetzt eine Zone, wo man schnell heilen kann. Auf der anderen Seite ist jetzt auch erst der zweite Haken vom Oni, aber... Ich sag's wie es ist, manchmal sind Hakenphasen, bei gewissen Killern sagen Hakenphasen nicht so viel aus. Das klingt ein bisschen komisch, ne, weil anhand der Hakenphasen sieht man eigentlich, okay, wie ist der Stand, was weiß ich, ne. Aber, ne, es gibt so ein paar Killer, gerade Oni, wenn der genug Paletten rausgenommen hat mit ansteckender Angst, dann könnte es hier gefährlich werden, weil er dann einen nach dem nächsten sich schnappt. Zwillinge sind beispielsweise auch so ein Killer, wo man nicht anhand der Hakenphasen immer sieht, wie die Runde läuft. Da sieht man es eher am Verletztheitsstatus. Das ist dann immer so ein Tauziehen, ob sie alles lagen kann oder nicht. Ja, gerade so die sehr mächtigen Killer können halt manchmal eine Runde leicht umdrehen. Okay, die kommen an meinem Totem vorbei. Echt gut. Okay, der nimmt mit. Ich hoffe, ich schaffe den Gen. Hatte der Schmerzensecho oder solche Späße? Ich weiß es nicht. Okay, dann sollte ich den hier schaffen. Habe ich hier irgendwas? Okay. So. Okay. Deshalb wollte ich den Sprintboost mir aufheben. Letzter Gen durch, perfekt.
Super. Okay, er geht direkt zurück. Hui. Ich bin nochmal irgendwie mit dem blauen Auge davon gekommen. So. Und ab ans Tor. Ich meine, er ist noch in seinem Power-Modus. Noch ist es nicht vorbei. Aber es sieht so aus, als würde er jetzt versuchen, sich den Adam zu holen. Und sich dann über den Kill zu freuen. Ja. Dann geht er mit einem Kill jetzt aus der Runde raus. Sein Power-Modus ist vorbei. Hallo Ace. Ja, hallo. Ja, ja. Warte, warte noch. Sicher jetzt schon? Oh, ich sag's dir, wie es ist. Okay. Kein Blutwächter. Deshalb, ich warte immer, wenn ich mache die Tore auf 99. Dann wird aufgehangen und dann mache ich sie erst auf, um halt einen potenziellen Blutwächter auszukontern. Ich meine, der kam jetzt nicht in dem Fall, aber manchmal bin ich lieber vorsichtig. Ich sag's direkt, ich packe euch hier noch eine zweite Runde. Ich schaue noch kurz zu. Alles müsste doch eigentlich raus sein, oder? Ace war doch auch... Ace freut sich wahrscheinlich über seinen Riesenhut. Warum haut er nicht ab? Okay. Er hat auch einen guten Jagdbild orientiert. Also sein Bild ist sehr auf Jagd orientiert, ne? Mit dafür geschaffen, hartem Nehmen, Widerstandsfähigkeit und Gelegenheit nutzen. Ach, will jetzt wirklich die Zeit ablaufen lassen, nur um dem Uni nochmal dreimal zu teabaggen. Oh Mann. Ich verstehe nicht, warum die Leute manchmal nicht einfach rausrennen. Ist doch... Naja. Ich würde jetzt gerne noch kurz gucken, was der Uni für Perks hat. Aber es ist manchmal auch sehr interessant, den Prachtexemplaren seiner der Runde hier zuzuschauen. Okay, er übt jetzt anscheinend das Moonwalken. Er will cool abgehen, aber kriegt es nicht so richtig hin. Stattdessen geht er lieber gar nicht ab. Okay, passt auf, ich schneide euch vielleicht jetzt kurz ein Stück raus und dann schauen wir uns nochmal die Perks an. Also, bis gleich. Okay, ja, das waren die Perks des Onis. Ansteckende Angst haben wir gewusst. Gut, verblüffen, brutale Stärke sind mir nicht aufgefallen. Ich wurde aber nicht so viel gejagt. Und Schattengeborener dazu. Längerer Power-Modus und Überlebende lassen häufiger Blut fallen. Okay, eigentlich ohne komplett auf Antigeneratoren hat er verzichtet, sondern ist halt wirklich mit ansteckender Angst rein. Deshalb meine ich, ne? Gerade Oni ist so ein Killer, der kann halt schnell das Spiel umdrehen. Muss man echt aufpassen. Zum Glück haben wir es hier geschafft. Na gut, ja, dann springen wir in die nächste Runde. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder in der Runde mit Jill. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. So, okay. Ich sprinte direkt davon. Hier leuchtet kein Licht, beziehungsweise das Licht flackert nicht. Ich glaube, hier flackert es auch nicht, oder? Ist hier ein Gen? Ja, ist es. Okay, manchmal erkennt man anhand der flackernden Lichter, ob ein Generator im Haus ist. Ich glaube, hier leuchtet diese Glühbirne so ein bisschen. Ne? Ihr seht, dass die heller und dunkler wird. Das ist dann ein Indikator, dass hier ein Generator ist, der repariert werden kann. Wenn die Lichter strahlend hell leuchten, ist da meistens keiner drin. Das ist so... Daran erkennt man das. Das ist ein Demogorgon. Okay, interessant. Kate wird gejagt. Dort hinten. Bindung. Ich habe jetzt, während ich so für mich gespielt habe, habe ich jetzt auch oft mit anderen Perks gespielt. Weil normalerweise spiele ich ja eigentlich so gut wie immer, hatte ich so gut wie immer mit Bindung gespielt. Jetzt hatte ich das immer mal rausgenommen, mal andere Perks gespielt und dann ist es immer wieder schön, mal wieder mit Bindung zu spielen und zu wissen, was das Team macht, was hier überhaupt abgeht in der Runde. Okay, ja. Was ist der Haken da? Aber die Person, die ist einfach stillgestanden jetzt, ne? Nächste Person down, das gibt's doch nicht, Leute. Und die Person versucht sich am Haken sterben zu lassen. Gegen den Demogorgon. Nee, oder? Felix. Demogorgon ist doch eigentlich ein sehr, sehr cooler Killer, gegen den es sehr viel Spaß macht zu spielen. Teilweise. Also eigentlich, ich habe noch nie was gegen den Demogorgon so gelesen, gehört. Keine Ahnung, warum manche da gut gemacht. Manche sich da sterben lassen. Sehr schön. Okay.
Oh, schade. Okay, aber doch nicht so schade. Okay. Yep. So, immerhin, Felix wurde geheilt. Der heilt auch gerade die Kate. Ich hoffe so ein bisschen, dass da wieder... Ja, den kriege ich drauf. Dass da wieder so ein bisschen Leben bei denen angekommen ist. Okay, merke ich immer noch. Ja, ja, du brauchst nur einmal kurz klicken. Und dann ist die Palette dort weg. Hätte gedacht, dass du auch die Palette nimmst und nicht mich. Schön, 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 schön. Und hepp. Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt passiert. Tüftler hat er anscheinend. Okay. Hui, wir konnten immer ein bisschen Zeit rausholen. Ich hoffe mal, dass mein Team jetzt wieder Lebenswillen hat und Felix sich nicht wieder direkt sterben lässt. Boah, das gibt's doch nicht, ne? Naja, manchmal... Ist das Felix, der dort gerade... dem Demogorgon schon fast wieder in die Arme schleicht und der einfach stehen bleibt und sich sterben lässt. Manchmal kann man wirklich nur versuchen, das Team zu retten. Für die Rettung selbst ist das Team dann zuständig. Ich glaube, ich habe hier alles gegeben. Danke, Nia. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man gegen gewisse Killer sagt, okay, ich habe gar keine Lust, gegen die zu spielen. Ne, beispielsweise, wenn... Wenn wir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber zum Beispiel die Schädelhändlerin, die ist ja, naja, da gab es vor kurzem, da hat der YouTuber Hens dazu ein Video gemacht. Da ging es darum, dass im Grunde eine Schädelhändlerin so gegen eins der besten Teams in Dead by Daylight gespielt hat, ne? So richtig, die halt kompetitiv Dead by Daylight spielen und die Schädelhändlerin mit 1000 Stunden hat gegen die gespielt. Und in Dead by Daylight ist es so, dass wenn eine Runde länger bzw. 60 Minuten erreicht, disconnecten sofort alle Überlebenden und die Runde ist vorbei. Und es ist im Grunde wie, der Killer hat gewonnen. Und diese Schädelhändlerin hat es geschafft, die Runde auf 55 Minuten zu strecken, bevor dieses kompetitive Superteam, was ja wirklich schon ne, Turniere Dead by Daylight spielt, sehr krass ist, bevor die es geschafft haben, alle Gens zu reparieren und... Und dann zu entkommen, weil die Schädelhändlerin halt komplett auf 3 Generatoren gegangen ist und ja, dagegen kam man halt nur schwer an. Und seitdem dieses Video da war, habe ich bestimmt auch schon 3 Schädelhändlerinnen mit exakt diesem Bild und der Strategie gesehen. Und irgendwie denkt man dann als Überlebender, okay, ja, ich habe nicht so viel Zeit, also ob ich jetzt eine halbe Stunde Schädelhändlerin spiele, da lasse ich mich lieber direkt schneller sterben und spiele dann vielleicht 2 weitere Runden gegen Killer, die vielleicht mehr Spaß machen. Wie gesagt, gegen manche Killer kann ich es halt in der Hinsicht verstehen, aber gegen die Demogorgon? Naja, okay. So, du wirst geheilt, Kate. Ja, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass der Felix schnell weg musste, dass die Pizza im Ofen... Ja, wobei, wenn die Pizza im Ofen ist, dann geht man kurz weg und dann spielt man kurz weiter. Keine Ahnung, vielleicht muss der schnell los, hat's verplant, einen Termin und dann denkt er, Mist, jetzt bin ich schon in der Runde. Bitte, Demogorgon, töte mich. Keine Ahnung. Okay. Ich meine, wir haben immerhin 3 Gens schon repariert. Und abgesehen von der Kate... Ja gut, nur Kate ist tot, wenn sie nochmal hängt. Den könnten wir auch schaffen. Es wäre gut, wenn die Nia sich dem Demogorgon zeigt, dass er sie jagt. Damit wir den Gen hier schaffen. Hier, ne, ihr seht's, die Lampe flackert auch stark. Nicht gut. Okay. Dass Kate gejagt wird, finde ich auch nicht so toll. Ich zeige mich ihm, dass er auf mich geht. Perfekt. So. Huiuiui, das sind wirklich gefährliche Dinger, die der Demogorgon da machen kann. Ja. Ich meine, besser, wie gesagt, er jagt mich.
Okay, keine Ahnung, Demogorgon, wie wir hier jetzt laufen. Oh nein, schade. Immerhin, Kate ist entkommen. Nia repariert dort hinten mit ihr. Kate wurde geheilt. Ich kann auch nochmal hängen. Ich bin gern eingesprungen. So. Ja, manchmal muss man dem Killer sozusagen einen leichten Schlag so schenken, damit er dann das Ziel wechselt. Aber der Demogorgon dachte sich wahrscheinlich, okay, Felix hat die Runde aufgegeben. Ich nehme gerne jetzt die Jill an, wenn die jetzt gejagt werden will. Und lasse die Kate nochmal entkommen. Oh, die haben, glaube ich, einen Skillcheck dort verhauen. Der Gen ging gerade ein Stück zurück. Kate wird gejagt. Nicht gut. Hallo, Nia. Okay, der Gen ist sehr weit gewesen. Ich gehe nochmal ins Haus. Ich lasse mich jetzt nicht heilen. Ich weiß, es ist riskant. Gerade gegen den Demogorgon, der sich teleportieren kann und plötzlich fast neben dir steht. Aber wenn wir es jetzt nicht schaffen, die beiden Gens zu machen, während die Kate alles rausholt, dann wird es schwierig, hier überhaupt noch was zu schaffen. Ja, Kate ist down. Nia wird gejagt, Nia hat versucht einzuspringen. Ja, das kann auch manchmal schnell der Anfang vom Ende sein, wenn die Teammates dann in die Jagd reinspringen und es nicht schaffen und dann als zweites gejagt werden. So, immerhin, ich erhole mich langsam von meiner Erschöpfung, kann dann bald wieder den Sprintboost nutzen. Tüftler ist aktiv. Das hätte ich beinahe vergessen, dass der Kollege das hat. Nicht gut. Oh, mein lieber Scholli. Ja, ich hing dort an dem Kinderwagen fest und dann dachte ich mir, okay, ich muss wieder zurück über die Palette. Naja, okay, vielleicht schafft es ja die Nia zu entkommen. Das wäre doch was. So, ich bin jetzt auch raus. Nia sitzt dort ganz hinten, repariert irgendwo einen Gen. Ach, Nia. Naja. Ich glaube, hätte der Felix mitgespielt, wäre die Nia vielleicht häufiger gejagt worden, ne, in der Runde dann. Dann sehe es vielleicht nochmal ein bisschen besser aus. Aber dadurch, dass wir halt direkt zu dritt waren und sich die verbliebenen Haken nur auf zwei Leute aufgeteilt haben, schwierig. Falltür ist immer noch offen. Also eine offene Option. Demogorgon schlägt nicht direkt. Wirkt schon fast so. Doch, er schlägt. Lauf, Nia. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht auch nicht. Da hat er sie erwischt. Ja, der Demogorgon kann wirklich ein Stück weit springen. Das ist da echt. Nicht ohne. Naja. Okay, sie geht im Keller runter. Ich meine, wir haben gekämpft, aber man gibt halt immer sein Bestes, aber manchmal ist es einfach nicht genug. Okay, ja, hier der Felix. Ich meine, Perks waren doch auch ganz gut, ne? Aber der wollte anscheinend nicht gegen Demogorgon spielen. Schauen wir nochmal kurz, was der Demogorgon hatte. Nia auch nur mit Sprintboost, nur mit einem Perk. Ich meine, für einen Perker, die sich auch ganz gut, denke ich, geschlagen. So, okay. Beste kommt zum Schluss. Ein perfektes Demogorgon-Perk, Sackgasse. Tüffler, ne, wussten wir, kein Ausweg noch. Okay, es wäre im Endgame eh schwierig geworden. Dazu erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Aufladen und er erholt sich schneller davon, wenn er eine Palette zerhüpft. Solider Bild. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.